Hey Leute, neuer Hallenschuh für euch. Und zwar, wie ihr es hier seht, den Adidas Predito. Der Adidas Predito hat das Design der Predator Lethal Zones Kollektion. Ist zudem aber mit einer sehr günstigen Preislage ausgestattet, die die Schuhe sehr vorteilhaft, vor allem für den Hallenbereich, macht. Trotzdem sind die Schuhe für Einsteiger sowie Profis gedacht. Die Predito haben eine Technik, die relativ einfach gehalten ist. Das heißt, es kommt keine Funktionalität der Predator-Elemente zum Einsatz, sondern es sind schlicht einfache Hallenschuhe, die jedoch ein außergewöhnliches Design haben, wie es bei den Champions League-Spielern derzeit getragen wird. Die einzelnen Zonen vorne sind als 3D-Prints aufgetragen. Das heißt, sie sind leicht vertieft. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Es ist nicht wie beim normalen Predator Lethal Zones, dass hier TPU-Elemente drauf sind, sondern es ist ein leicht eingeprägtes Design nur. Zudem sind die Schuhe ausgestattet mit einer Sohle, die wir hier sehen, die mit EVA-Material gedämpft ist. Das heißt, beim Auftritt ergibt sich schon ein sehr hoher Komfort. Zudem ist die komplette Sohlenkonstruktion, die wir hier drunter haben, von Adidas über die letzten Jahre bekannt. Es handelt sich dabei um eine IN-Sohle, die über Non-Marking verfügt. Das heißt, auch mit dem Rutschen auf dem Boden hinterlassen die Schuhe keine Spuren. Die Predizio, wie wir sie hier haben, sind Hallenschuhe, die es in zwei unterschiedlichen Altersklassen gibt. Das heißt, es gibt den einmal als Predizio IN für Erwachsene und einmal als Predizio INJ für Kinder.